Der deutsche Sprinter Armin Hari erhitzte die Gemüter. Achten Sie auf den Mann in der Mitte. Der Starter ahndete seinen Frühstart nicht, sondern ließ das Rennen laufen. 9,9 zeigten die Uhren. Aber Tausende von Zuschauern hatten gesehen, dass dieser Rekord nicht regulär sein konnte. So knieten Hari, Schweizer Meister Heinz Müller und der Kölner Jürgen Schüttler eine halbe Stunde später nochmals in die Startblöcke. Diesmal schoss der Starter so rasch, dass Hari optimal aus den Blöcken kam. Zweimal 10,0 und einmal 10,1 zeigten die Uhren und machten damit Armin Hari offiziell zum schnellsten Mann der Welt.